Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei dieser kleinen Preview zu dem Wolfspaket bei Armored Warfare dabei seid. Und hier handelt es sich um ein paar neue Premium-Panzer, die es jetzt zu kaufen gibt. Das Besondere gleich vielleicht vorweg, die gibt es nur für Gold zu kaufen. Jeden Panzer kann man einzeln erwerben, wenn man denn will. Ansonsten kann man auch ein Paket kaufen, wo alle vier Stück beinhaltet. Wir fangen einfach mal mit dem Tier 5 an, dem BMD 2 Wolf. Schaut aus wie hier. Man muss sagen, die Skins, die können die Jungs bei MyCom, also die schauen unglaublich toll nach wie vor aus. Hier eben mit dem Wolf an der Seite. Einzig und allein schade, muss ich an dieser Stelle auch mal kritisieren, dass immer die gleichen Panzer genommen werden, die schon im Spiel bestehen, mit neuen Skins draufgeklatscht werden. Und das war's, dass da nicht ein bisschen irgendwie was Neues passiert, dass man nicht mal einen neuen Panzer freischaltet, weil unterm Strich darf man nicht vergessen, alle vier Panzer kosten 20.000 Gold, wenn man die im Paket kauft. Ansonsten, wenn man die jeweils für sich einzeln kaufen würde, reden wir von 24.000 Gold. Und 20.000 Gold bzw. 25.000 Gold, das ist, wir reden hier von Preisspannen von 80 bis 100 Euro. Also das ist wirklich ein Haufen Geld für vier Panzer mit Tarnung. Es gibt auch dann natürlich kostenlosen Boost für 28 Tage und Reputation, muss man auch dazu sagen. Stufe 5 Besatzungen, aber eben, wie gesagt, viel Geld. Und ich würde MyCom da mal vorschlagen, bringt's mal bitte neue Panzer und macht's nicht nur bestehenden Normalpanzer als Premium. Aber ansonsten genug der Kritik, nun auf die Panzer. Also hier der Tier 5 BMD 2. Dann schauen wir uns hier den Centurion an. So. Besonders schön hier auch mit den Rädern. Optisch wirklich Leckerbissen. Das kann man nicht anders sagen. Und wie gesagt, auch nochmal, wenn ihr eh zu viel Gold habt und sagt, oh nee, der Centurion zum Beispiel, der würde mich alleine interessieren. Den bekommt man für 7.000 Gold. Alle 7er sind bei 7.000 Gold, der 5er, der BMD, liegt bei 3.000 Gold. Also, wenn ihr euch da nur einen Panzer davon gönnen wollt, ist das auch möglich. Ihr müsst nicht das ganze Paket kaufen, was ich wiederum sehr angenehm finde. Weil es gibt ja vielleicht Panzer, die liegen einem und die liegen einem weniger. Und da muss man ja nicht gleich alle da hereinnehmen. Der Challenge 1. Erstmal muss alles laden, so. Textur ist da und ich weiß, ich schwärme, aber wie gesagt, die Optik ist wirklich schön. Da kann man sagen, was man will, aber diese Skins tun dem Spiel sehr gut rein visuell. Und einen Deutschen gibt es auch noch hier im Bunde, und zwar das Wiesel. Der hat hier den Wolf ganz prägnant vorne drauf mit der Kanone. Auch finde ich sogar fast den coolsten, weil der Wolf da so präsent ist da hier. Also sehr schön gemacht. Vielleicht noch ganz kurz, sie entsprechen den Äquivalenten, so ist es richtig, der normalen Panzer. Also dementsprechend einfach gute Panzer, die man wirklich gut spielen kann. Und wer zum Beispiel sagt, Wiesel 1 ist mein absoluter Lieblingspanzer, aber ich brauche Credits, hier wäre er richtig. Ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu posten. Ich bin immer sehr gespannt, was da so von euch kommt, wie ihr das findet. Wie gesagt, ich muss ganz klar sagen, sowohl Vor- als auch Nachteile, die Vorteile, dass man jeden Panzer einzeln kaufen kann, finde ich sehr gut. Dass man auch sein Gold da endlich mal sinnvoll verwursten kann, finde ich auch sehr gut. Dass man es nicht direkt mit Echtgeld kaufen muss. Den Preis allerdings finde ich sehr happig, und auch die Panzerauswahl, dass es immer die schon bestehenden Panzer sind, finde ich ein bisschen schade. So, also, wie gesagt, eure Meinung interessiert mich. Postet es in die Kommentare und ansonsten natürlich auch postet eure Meinung zu den Panzern im Allgemeinen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.